Seit März 2012 bietet die Telekom auch HD-Fernsehen über einen DSL 16.000-Anschluss an. Sie können hier im Media Receiver, in dem Fall 303, zunächst das Update holen, damit diese Funktion zur Verfügung steht. Gehen Sie dazu unter Einstellungen und Neustart. Es kann auch sein, dass Ihnen das Update automatisch angezeigt wird. Es dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das Gerät neu gestartet wird und das Update zur Installation dann bereitsteht. Im Hintergrund läuft nun die Installation des Software-Updates Ihres Mini-Receivers. Hierbei wird die Benutzeroberfläche so aktualisiert, dass Sie später wahlweise auch am 16.000er-Anschluss oder VDSL-16-Anschluss auf HD-Kanäle umschalten können. Beachten Sie dabei, dass Sie nur gleichzeitig entweder HD aufnehmen oder HD schauen können, aber nicht zwei verschiedene Kanäle gleichzeitig nutzen können. So, gleichzeitig wurde auch die Senderliste aktualisiert. Um nun auf die HD-Kanäle wechseln zu können, gehen Sie ins Entertain Media Receiver Menü, dann unter Einstellungen und hier steht Ihnen an oberster Stelle ein neuer Punkt zur Verfügung, HD-Kanäle ein- und ausschalten. Auch dieser Vorgang dauert dann einige Zeit. Es wird Ihnen hier nochmal darauf hingewiesen, dass Sie zusätzlich nun auch HD mit DSL 16.000 empfangen können, jedoch nicht mehr zwei Sendungen gleichzeitig sehen und aufnehmen können. Dies funktioniert am 16.000er-Anschluss nur mit SD, also mit Standardqualität. Wenn Sie gleichzeitig HD-Kanäle aufnehmen und sehen möchten, dann empfehlen wir, sofern verfügbar, einen VDSL-Anschluss der Telekom. Ich nehme jetzt hier die Umschaltung vor. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten, weil alle Media Receiver, die Sie haben, auch aktualisiert werden müssen. Also wenn Sie eine Zweitbox in Betrieb haben, muss auch diese dann aktualisiert werden. So, das Update wurde jetzt durchgeführt. Wenn Sie jetzt in die Senderliste wechseln, stehen Ihnen auch die HD-Kanäle zur Verfügung. Beachten Sie, dass diese erst ab dem Platz 400 zur Verfügung stehen. Das heißt, hier haben wir jetzt ARD, HD, ZDF HD und auch neu zum Beispiel Sat1 und Pro7 in HD, wofür Sie das HD-Startpaket benötigen. Das heißt, wenn Sie jetzt hier eine Sendung in HD schauen möchten, dann sehen wir hier jetzt ARD, HD mit einem DSL 16.000 Anschluss der Telekom. Beachten Sie, dass die Sender sowohl in SD als auch in HD zur Verfügung stehen. Das heißt, auf den bisherigen Programmplätzen, zum Beispiel 1, ist weiterhin das erste und auf dem Programmplatz 401 ist das erste in HD. Sie können auch die HD-Sender filtern, wenn Sie hier unter Fernsehen nach Sendern gehen. Dann gibt es hier auch jetzt einen eigenen Punkt HD-Sender. So, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf das erste in HD umschalten. Dauert einen kleinen Moment und man sieht jetzt hier auch direkt die viel bessere Bildqualität gegenüber dem Standardkanal, den wir eben dann hatten. Ansonsten stehen auch weitere Sender zur Verfügung. Neuerdings zum Beispiel auch über Telekom Entertain zu empfangen mit dem entsprechenden HD-Startpaket, wäre zum Beispiel N24 HD oder auch Pro7 HD. Beachten Sie hierfür, dass hier das HD-Startpaket notwendig ist, welches zurzeit ein Jahr kostenlos ist für Neukunden. Auch beim HD-Fernsehen mit Entertain 16.000 können Sie ganz normal die Aufnahmefunktion und Timeshift nutzen. Ich habe jetzt hier die Aufnahme programmiert. Beachten Sie jetzt aber, dass mit einem 16.000er Anschluss kein Umschalten des Senders mehr möglich ist. Wenn Sie das doch versuchen, kommt hier ein Hinweis, dass aktuell noch laufend ein HD-Programm aufgezeichnet wird.
Sie haben nun die Wahl, entweder zu warten, bis die Aufnahme beendet ist, um dann den Kanal zu wechseln, oder Sie können auch hier die Aufnahme beenden. Um dann doch noch den Kanal umzuschalten. Wenn Sie, wie gesagt, mehrere Sachen gleichzeitig in HD schauen wollen oder auch aufnehmen und schauen wollen, dann entscheiden Sie sich für Telekom Entertain VDSL 25 oder 50, sofern verfügbar. So, wir sehen hier das Beispiel. Ich habe eine HD-Sendung geschaut und im Hintergrund eine andere HD-Sendung auf einem anderen Kanal programmiert. Und jetzt zeigt er mir hier an, dass das Fernsehen unterbrochen wurde und im Hintergrund die Aufnahme durchzuführen. Das heißt, die Aufnahme wird in dem Fall höher priorisiert als das aktuelle Fernsehen. Natürlich können Sie auch jetzt hier die Aufnahme abbrechen, um dann doch wieder das Live-Fernsehen in HD zu nutzen. Weitere Infos zum HD-Update für 16.000 finden Sie auch im aktuellen Entertain-Kundenmagazin auf Seite 23. Ist auch nochmal das beschrieben, was wir Ihnen hier im Video gezeigt haben, wie Sie Ihren Media Receiver entsprechend umrüsten.